Goldmischpilz. Perfekt. Gerieftes Stummelfüßchen. Das ist natürlich meilenweit daneben. Machen Sie ein Foto. Wir sind unterwegs am Pilzeln mit verschiedenen Pilz-Apps auf dem Handy. Pilzanfänger, wie ich einer bin, verlassen sich auf tätige Apps, um herauszufinden, ob sie einen Pilz sammeln und essen können oder ob sie sogar einen giftigen Pilz vor sich haben. Wir sind mit Pilzcracks unterwegs und haben sie tätige Apps testen. Das ist lebensgefährlich. Das darf so nicht passieren, ohne irgendeinen Hinweis. Er, der hier vorausläuft, ist Jörg Rothenbühler. Pilzkontrolleur und Pilzler mit viel Erfahrung. Achtung! Oh, ja. Mit dem Jörg probiere ich die Pilz-Apps direkt im Wald das erste Mal aus. Also ich habe jetzt bei mir auf dem iPhone habe ich 3-4 Apps. Wir haben dann noch ein paar mehr, die wir auch auf Android ausprobieren. Und insgesamt sind es 7, die wir austesten. Ich probiere jetzt einfach mal mit einer. Was nehmen wir da? Pilz-Snap heisst die. Das ist eine, die man jetzt muss ein bisschen vorauswählen. Vielleicht kannst du mir schnell helfen. Was ist jetzt? Ich weiss jetzt das Laien natürlich nicht. Du kannst mir jetzt sagen, ist also, das Lamellen? Das ist eine mit Lamellen. Lamellen, ja, okay. Ja, ist einfach, man muss einfach schon ein bisschen wissen, muss man scheinbar bestimmen, kann man drücken. Okay. Goldmischtpilz. Perfekt. Goldmischtpilz. Okay, das ist jetzt ein Treffer. Da jetzt gehe ich mal da drauf. Ja, jetzt bin ich natürlich enttäuscht. Ja, ja, kannst du noch nicht essen. Das essen klar. Kann ja, man aber willst du so etwas essen? Ja, du, ich bin am Entdecken, ich ja, weiß es nicht. Schon beim nächsten Pilz ist es mit dem Treffer vorbei. Gemeiner Rotfußröhrling. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Nein? Nein, nein. Das ist schön. Das ist jetzt so ein richtiger Musterpilz im Lohsinn. Genau. Schau mal. Und auch an diesem Ort klappt es nicht. Wegen dem schlechten Empfang. Jetzt wird er wieder drüllen, drüllen, drüllen. Ein Frust. Nur 3 von 7 Apps gehen auch ohne Internetempfang. Recht lang. Du musst halt rufen, wenn ich eins vorbeilaufe. Ja, wir sind schon dran. Nein, sind wir schon da. Wo hat es noch einen? Wo hat es einen? Wichtig fürs Bestimmen, man sollte auf der Foto unter der Pilzhut sehen, auf die sogenannte Fruchtschicht. Für das muss man den Pilz manchmal rausnehmen. Würdest du den auch rausnehmen, anlegen und von unten füttern? Ja. Jetzt komme ich mal runter und dann schauen wir, was die Apps haben. Entschuldigung, hörst du wahrscheinlich die Ziegenlippe? Genau. Okay, das stimmt jetzt. Top, ja. Okay. Mal. Wir gehen meistens schön über die Finnenbahn. In dem Holzschnitzel oder in dem Sackmehl und in den, vor allem auch an den Rändern hat es immer auch etwas Pilz. Also Finnenbahn, gute Pilzzone. Aber nicht für Speispilz. Ja. Nur nicht für Speispilz. Nicht für Speispilz. Jetzt hier. So ein Börtchen ist immer sehr interessant. Und jetzt sehen wir schon den nächsten. Ah, super. Ist das das, was ich vermute, dass es könnte genau sein? Ja. Ich traue mich nicht, den rauszunehmen. Das musst du jetzt übernehmen. Weil den lange ich nicht an. Den will ich im Leben nie anlangen. Also, ja, das ist. Da sehe ich sogar ich, dass das wahrscheinlich ein Knollenblätterpilz ist. Und das ist ja der Pilz, der tödlich ist bei uns in unseren Reiter. Wirklich eigentlich der gefährlichste. Das ist einer der gefährlichsten. Also der gefährlichste zusammen mit dem grünen Knollenblätterpilz, wo wir aber hier oben nicht so viel haben. Ja. Hier haben wir jetzt den weißen Knollenblätterpilz. Und im Moment hat es hier in diesem Wald ganze Haufen von dem. Mit was tut man so einen verwechseln? Also wie kann es denn passieren, dass mit einem weißen Champignon. Ja, und der Pilzler, der nicht kennt, der würde jetzt hier einfach abschneiden. Ja. Und dann hat er natürlich ein entscheidendes Merkmal nicht, nämlich die Scheide, die er hat. Ich hoffe, ich bringe den raus mit der Scheide. Well, ich habe ein bisschen. Ja. Nur ein bisschen von der Scheide habe ich hier. Unser Sammeltag ist ein Erfolg. Essbar, ungenüssbar, exotisch und giftig. Wir finden Führung Pilze. Von denen suchen wir 16 Pilze aus und nehmen sie mit für den grossen App-Test am nächsten Morgen. Über Nacht haben wir die Pilze kühl und frisch gehalten. Jetzt hilft das Team vom Kassensturz beim Büscheln. 3 absolute Cracks bestimmen jetzt Pilze im Akkord.
Neben dem Jürg Rothenbühler testet der Pilzkontrolleur Erich Herzig. Unsere Giftpilzexpertin ist Katharina Schenk, Pilzspezialistin bei der Vergiftungsberatung Toxinfo. Im Test sind diese 7 Apps mit Fotofunktion aus den App Stores von Apple und Google Play. Einmal bestimmen wir die Pilze direkt mit einem Foto da am Tisch. Gewisse Apps verlangen aber Fotos in natürlicher Umgebung. Darum bestimmen wir jeden Pilz nochmal mit Fotos, die wir von den Pilzen im Wald gemacht haben. Schon früh wird klar, viele Apps schiffen ab in der Königsdisziplin. Beim Erkennen von Giftpilzen wie dem Pantherpilz hier. Ich habe jetzt das gescannt und er hat mir als erstes bei diesem Pantherpilz einen Steinpilz gebracht. Eine gefährliche Verwechslung, da rechnet man überhaupt nicht damit. Der macht ja so nervöse, neurologische Symptome mit trockenem Maul, Herzrasen, Halluzinationen. Ist gefährlich. Genau. Schlechte Note. Ja, wirklich, gerade schlecht. Dann bestimmt Katharina Schenk den tödlich giftigen Knollenblätterpilz. Ich komme jetzt hier auf das Resultat Riesenbovist. Das ist essbar. Das ist ein essbarer Pilz, ein Speispilz. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann lese ich hier an dritter Stelle Doppelgänger, der Riesenbovist zählt zu den wenigen Pilzarten, die kaum verwechselt werden können. Okay. Und das ist jetzt offensichtlich falsch. Das ist so offensichtlich falsch. Das ist lebensgefährlich. Das darf so nicht passieren, ohne irgendeinen Hinweis. Wenn man an einer Pilzvergiftung stirbt in der Schweiz, dann ab dem. Das Gesamtresultat ist nicht gut. All diese Apps sind klar ungenügend. Sie machen teilweise grobe Fehler bei Giftpilzen. Auch ungenügend sind die Apps Picture Mushroom und Pilze 123. Pilze 123 hat zwar ein grosses Pilzlexikon in der App, aber beim Bestimmen verwirrt sie einem häufig. Da. Aha, okay. Porphyrbrauner Wulstling. Da seht ihr da unten. 34%. Also kann ich jetzt einfach nur sagen, der weiss es auch nicht, eigentlich. Aber ist es wenigstens richtig? Es ist richtig, ja. Okay, gut, das wäre richtig. Fotierkennung hat ihre Grenzen. Die Kenner die verlassen sich beim Pilzeln nicht allein auf ihre Augen. Aber dann ist es so ein bisschen abgegriffen, oder? Ja, aber schönere von diesem Finger wahrscheinlich nicht. Was ist denn das? Das ist ein Gallenröhrling. Die Röhre ist gut und vor allem der Stil, der ganz entscheidend ist. Wahnsinnig telegen ist er nicht, aber für den Test nehmen wir ihn jetzt mal mit. Den dürftest du jetzt zum Beispiel mal probieren. Ja, aber es ist nicht gerade der zwingend, mal. Oder? Wenn sie ihn so bringen auf Kontrolle. Dann machst du genau das? Dann machen wir genau das. Okay. Jetzt darfst du das einmal ins Maul nehmen. Okay. Wow. Okay. Ja, Galle. Verdient er seinen Namen? Ja. Jetzt musst du mich einfach noch zu diesen Steinpilz führen, Jürg. Steinpilz? Im Test fällt auf, eher seltene Pilz erkennt keine App zuverlässig. Der samtige Leistling zum Beispiel, den kann man essen. Die App singt zwar Halleluja, das Resultat ist aber falsch. Die Leistung klingt mir nicht gut von den Apps. Also aus meiner Sicht müsste der, auch wenn er nicht so häufig kommt, müsste er erkannt werden. Die Apps geben darauf hinweisen, dass man sich nicht allein auf ihre Resultate verlassen kann. Das sagen uns die Hersteller von den Ungenügenden wie Pilze 123. Die Fotoerkennung sei noch nicht ausgereift. Alles ungenügend also? Nein, es gibt einen klaren Testsieger. Pilz-Snap. Die App ist als einzige genügend bei der Pilzbestimmung und ohne Fehler bei den Giftpilzen. Gesamtnote 4,6. Ich ziehe eine Bilanz mit dem Jörg Rothenbühler. Auch sein Favorit ist Pilz-Snap. Die hat einfach eine klarere Trefferquote, hat auch gute Beschreibungen, gute Hinweise. Also alle die Beschreibungen die wirken so, wie wenn sie für die App selber gemacht worden wären. Prompt? Das gibt es Essen. Und das ist jetzt eben ganz falsch. Das ist jetzt ganz falsch? Ja.
Für mich war es etwas sehr Lustvolles. Ich hatte Freude, die Apps zu brauchen. Zwischendurch nervt es auch, weil einfach das Fotos machen kompliziert ist, weil es ewig glatt und weil man manchmal einfach unbefriedigend ist von den Resultaten. Da gibt es ganz viele Beispiele. Und natürlich haben wir auch gesehen, wenn man sich jetzt allein verlässt auf die App, das ist einfach gefährlich. Also in Bildkontrolle, das ist klar, das habe ich vorher schon gemacht. Das muss man weiterhin machen, wenn man nicht wirklich eine Gefahr eingehen will.